Willkommen zu Flutter Away, ein unfassbar tolles, cutes Game. Ich habe einen Key bekommen und hatte das schon immer öfter auf Steam angezeigt bekommen. Und zwar ist es ein sehr entspanntes, tolles Spiel, in dem man auch sehr viel lernt. Und Lernen macht in dem Sinne sehr viel Spaß, weil man so viel entdeckt. Und die Fakten und Dinge, die man lernt, sind so interessant. Ich bin mega begeistert und bin sehr gespannt, was ihr sagt. Sehr, sehr coole Kombination. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was ihr sagt. Wir gehen einmal rein in Flutter Away. Flutter Away lässt sich am besten mit eingeschaltetem Ton spielen. Wer macht denn das nicht? Mein Tagebuch. Drücke die linke Maustaste auf den blauen Kreis, um deinen ersten Tagebucheintrag zu verfassen. Ich, das Mädchen aus der Stadt, habe es in den Regenwald geschafft. Ich bin so aufgeregt. Mein Traum, vor Ort meinen Forschungen nachzugehen, hat sich tatsächlich erfüllt. In 5 Tagen muss ich wieder abreisen, also sollte ich meine Zeit gut nutzen. Ah, okay. 3 neue Spezies finden, fotografieren und dokumentieren. Da ist ja schon die erste. Du hast gerade deine erste Schmetterlingsspezies entdeckt, den blauen Morphfalter. Mach mit der Kamera ein Foto. Meine erste Spezies, ein blauer Morphofalter. Die Augenflecken sollen furchteinflößend wirken, aber das Hellblau ist so magisch. Drücke die rechte Maustaste, um dein Tagebuch abzuschließen. Okay, habe ich jetzt ein Foto von dem gemacht? Nee, ne? Mach ein Foto. Mein Tagebuch. Scheinbar doch. Ah, da ist meine Kamera. Mit dem Tagebuch kannst du deine Entdeckung dokumentieren. Heb die Kamera auf. Jetzt kann ich ein Foto machen. Aber wo ist denn der hin jetzt? Pilz? Neue Spezies. Ah, da. Kann ich da auch ranzoomen? Upp. No, das ist cute. So, heute lernen wir was, Leute. So, und wie kann ich mein Tagebuch wieder öffnen? Das sind meine Schuhe. Mit der Kamera kannst du Schmetterlinge... der Text geht so schnell weg. Suche neben dir auf dem Boden nach deinen Stiefeln. Da sind sie doch. Okay. Jetzt kann ich gehen. Ah, okay. So. Oh, süß. Folge dem braunen Faden, um die Umwelt unberührt zu lassen. Oh, süß. Okay. Ach so, okay. Ich darf nicht jetzt irgendwie auf dem Boden rumlatschen. Heb den Ast auf. Ja. Drücke die linke Maustaste auf einem Schmetterling, um ihn zum Ast zu bewegen. Aber wo ist denn der? Hin. Wo ist denn der Schmetterling hin? Der ist gone. Da hinten ist schon mal einer. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ach, damit er sich da wahrscheinlich absetzt, ne? Oh, bleib stehen! Oh Gott, muss ich auch noch aimen. Ist der jetzt gegangen oder kommt hier noch ein neuer? Ah, der kommt doch zurück, ne? Komm zurück, komm zurück. Ah, hier. Ach ja. Okay. Der setzt sich da noch drauf. So, benutze den Mauscursor aus dir, um dir den Schmetterling anzuschauen. Ach so, da kann ich jetzt so richtig den anschauen und lernen. Süß. Oh, wow. Look at this. Okay. Mithilfe des Asts kannst du Schmetterlingsarten aus der Nähe betrachten. Ach, das ist ja süß. Kannst du dir die ganz genau anschauen. Drücke 1, um dein Tagebuch zu öffnen. So. Drücke die linke Maustaste in der Registerkarte. Schmetterling. Oder benutze links oder rechts, um die Seite mit dem blauen Morphfalter zu finden. Meine erste Spezies. Jetzt haben wir das Foto gemacht. Beobachtungen. Morphofalter sind angeblich Chulachaguis. Die einheimischen Waldgeister, die Reisende in die Irre führen. Dieser hier hat mich zu meinem Ast geführt. Ah, okay. Ach, süß. Das ist ja cute. Okay, du musst jede neue Spezies fotografieren und untersuchen, um sie vollständig zu dokumentieren. Okay, das heißt, auf 3 habe ich meinen Ast, auf 2 mein Foto und auf 1 mein Tagebuch. Okay, let's go. Und dann gehen wir jetzt quasi durch die Gegend. Was ist das? Stuhl entdeckt. Okay, super. Kann mich draufsetzen und ausruhen. Ist das süß.
So ein richtiges Discovery-Learning-Game, in dem du lernst, beobachtest ja wieder einen Käfer, einen Frosch. Den will ich fotografieren. So. Bam! Foto zum Tagebuch hinzugefügt. Süß. Kann ich das mir jetzt anschauen? Was sagt sie zu dem? Weiter. Suche nach weiteren tierischen Freunden. Habe ich doch oder zählt der nicht? Achso, das ist einfach so ein random Foto, das zählt nicht. Okay. Es dürfen wahrscheinlich nur Schmetterlinge sein, ne? Aber eigentlich würde ich den auch... Ach, hier hat es noch ein paar. Das sind alles die gleichen. Nur abends. Tagsüber Lager herrichten, Tierfährten fotografieren, Wasserfall fotografieren, nach Tieren suchen. Abends habe ich noch keine Aufgaben. Ich muss jetzt erstmal nach diesen Faltern hier suchen, tatsächlich. So, traurig, dass er den hier nicht zählt. Das kann ich eigentlich gar nicht akzeptieren. Warum ist hier immer noch irgendwas, was ich sehen muss? Geheimnisse. Ah, doch, die tragen den doch ein. Wie süß. Okay, cute. Oh. Okay, was ist das hier alles? Kann ich wahrscheinlich alles aufstellen. Zelt entdeckt. Wenn sich das Zelt am Abend öffnet, kannst du dich schlafen legen. Was ist das? Ah, ein Tisch. Lager hergerichtet. Ach, wenn das doch nur so schnell gehen würde. Das wünsche ich mir für jedes Survival-Game. Oh mein Gott. Welch Glück. Achso, ich kann das jetzt hier wegtragen, oder? Ah, look, look. Nice, nice. Und ich habe so ein bisschen... Ach, da kann ich die wieder anschauen. Was war das gerade? Hat mich was angeschrien? Das ist ja voll süß gemacht, auch die ganzen Geräusche. Kann ich auch die Blume hier einfach fotografieren? Oder die hier? Die sieht ja mega schön aus. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Mal gucken. Rose. Ach, tatsächlich kann ich die fotografieren. Ja, süß. Trägt die auch alles dazu. Dann auch mal die Pilze, oder? Da sagt sie doch bestimmt auch was dazu. Nee, sagt sie nicht. Was mit den Pilzen? Sag ich auch nichts dazu. Oder muss ich die einfach nur fotografieren? Doch, Pilz. Fotografiert das jetzt einfach alles. Ist eigentlich Wahnsinn, wie viele Tierarten, Tiere und Co. es eigentlich gibt. Ach, hier, guck mal, da macht sie doch irgendwas. Was war das denn gerade? Dann machen wir davon auch mal ein Foto. Sagt sie dazu was? Nee, aber zu denen hier. Oh, komm schon, komm ins Bild. Ja, let's go. Foto ersetzen? Na, ich lasse das alte Foto. Das alte Foto ist schöner. Okay, dann entdecken wir mal weiter. Hinten sind auch noch Blumen. Also ich muss ja sagen, das sieht jetzt alles ganz toll aus, aber ich als Person würde niemals alleine irgendwo in den Urwald gehen. Da hätte ich viel zu sehr Schiss. So, sagt sie dazu was? Nee. Hm? Ist das hier? Kann ich drücken. Okay. Gucke mal den anderen Falter. Und ich glaube, dass die fast hier irgendwo drauf waren auch. Süß! Ein Kapibara! In manchen Bäumen verstecken sich Schmetterlinge. Halte die linke Maustaste gedrückt um was? Wieso geht das immer so schnell weg? Hier sind Federn. Eulenfedern. Oh! Süß! Okay, ich muss das Kapibara fotografieren. Oh mein Gott, ist das unfassbar süß. Nach Tieren suchen. Nein, ich hab's nicht fotografiert. Komm zurück. Ich fotografiere schnell dein S. Ja, Kapibara. Ah, ich hab noch ein Foto gemacht. Oh, ich hätte zuerst ein Foto machen sollen. Verdammt, es ist weg. Oh no. Okay, was war das nochmal mit den Bäumen? Hier sind nochmal Federn. Tukan-Federn. Sehr schön. Was haben wir hier alles so? Tierische Freunde. Heute habe ich ein Kapibara gesehen. Es ist das größte, niedlichste Nagetier der Welt. Ich bin ein wenig enttäuscht, weil ich dieses Exemplar wirklich erschreckt habe. Es ist in einen Bereich gelaufen, zu dem kein einfacher Weg zu führen scheint. Vielleicht sollte ich von jetzt an besser ein wenig auf Abstand bleiben. Hoffentlich kann ich mich doch noch mit den Tieren anfreunden. Oh, süß. Oh. Süß. Okay. Irgendwas war doch hier, womit ich jetzt noch die Möglichkeit habe. Tiergefährten fotografieren, Wasserfall fotografieren. Hier war doch noch was. So. Eulen und das hier. Ach, das ist süß, wie die malt. Das ist ja voll cute. Ich höre doch hier irgendwie auch die ganze Zeit jemanden rumschreien. Aber was war das mit den Bäumen? Ich mache jetzt erstmal ein Foto vom Wasserfall.
So. Wunderschön. Ein Foto vom Wasserfall. So, und wie war das mit den Bäumen? Muss ich da den Stock einfach in die Hand nehmen vielleicht? Irgendwo sollten die doch sein. Es hieß doch, dass manche in Bäumen sind. Aber wo? Was ist das hier? Irrlichter. Okay. Hallo, Schmetterlinge. Kommt ihr bitte her? Oder kracht es hier vielleicht auch noch ein? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Hinweise. Ein Hinweis, ein Hinweis. Und alles die, die ich bereits hatte. Ich muss, glaube ich, irgendeinen jetzt aus dem Baum rauskriegen. Ich weiß nicht, aus welchen. Kann es sein... Was war das? Ach so. Boah, ich muss da dran schütteln. Dass die vielleicht rauskommen. Ist aber ganz schön assi von mir. Oh, da ist ja einer. Darf ich das überhaupt? Ist ja schon assi. Wow! Das ist süß. So, jetzt holen wir den mal her. Was haben wir hier? Ein Philatria Dido. Dieser Prachtpassionsfalter war so nett, zu mir herunterzukommen, um mir ein wenig Gesellschaft zu leisten. Normalerweise bleiben diese Schmetterlinge in den Baumkronen. Okay, jetzt müssen wir den wieder auf dem Ast holen. Komm schon, hierher, hierher. Ist es süß. Ist es cute. Also ganz ehrlich, so macht doch Lernen Spaß, oder nicht? Ist doch voll cute. Mehr Gamification. Sehr schön. Prachtpassionsfalter sind sowas von Flinks. Sie erinnern mich an meinen Hund Linda. Oh, es ist lieb gemalt. Oh, süß. Okay, uns fehlt aber noch was. Wir brauchen noch mehr. Wahrscheinlich geht jetzt das da hinten auch auf, nehme ich mal an. Oh, da sind ja Spuren. Müssen wir auch fotografieren. Kapibara-Spuren. Süß. So, was sage ich dazu? Noch gar nichts. Oh, es wird dunkel. Oh, sieht das schön aus. Oh, das ist ja voll lieb, das Spiel. Zünde ein Feuer an. Oh. Feuerstelle entdeckt. Wenn es dunkel wird, kannst du ein Lagerfeuer anzünden, um zum Abend übergehen. Okay, das ist ja cute. Ein Nachtfalter finden. Oh, hello. Wer kommt denn da auf mich zu? Schön, neue Spezies. Ach, da gibt es auch Tiere, die nur abends kommen. Oh, ist das süß. Oh. So, der Oh Gott, die Namen von denen. Porphyrogenes Pasalus. Nicht alle Schmetterlinge mögen das Tageslicht. Diese Nachtkämpfer haben sich an meinem Lagerplatz bestens amüsiert. So, dann holen wir den mal auf unseren Stick. Let's go. Voll süß, dass man die auch anschauen kann. Das ist voll schön gemacht. Richtig cute. Cute. I love it jetzt schon. So eine süße Idee. Dieser Schmetterling hätte einen echt coolen Wrestler-Namen. Das Muster auf seinem Körper sieht für mich wie ein winziger Kämpfer aus. Süß. Süß. Lieb. Ganz arg lieb. Okay, ich glaube... sich vielleicht hier noch irgendwas geöffnet? Oder wahrscheinlich muss ich nochmal... Der Frosch ist immer noch da. Das ist die Nachtfalte. Mal gucken, ob sich hier hinten noch was finden lässt. Aber ich muss euch sagen, Leute, ich habe jetzt mal mit Baldur's Gate angefangen. Es gibt ja so tolle Mods, um sich tolle Charaktere zu machen. Muss ich schon sagen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen privat spielen. Wenn ihr unbedingt... Vielleicht spielen am Anfang noch mit euch. Und dann... mache ich so ein Update, weil es ja schon ein sehr langes Game, aber das ist sowas, da muss ich unbedingt reingrinden. Oh, habe ich die schon fotografiert? Ja, ich glaube schon. Capybara kommt nicht mehr, okay. Kein Capybara mehr, aber es ist hier lang gegangen. Kann also sein, dass wir es auf jeden Fall noch antreffen werden. Gut, ich glaube, dann gehe ich pennen, wenn ich darf. Nö, darf nicht. Aber ich habe meine ganzen... Ein Pilz fotografieren. Ah, okay, ich muss einen Pilz fotografieren.
Aber welchen? Die, die jetzt wahrscheinlich leuchten, nehme ich mal an, ne? Ja. So. Nehme ich mal an. Lass uns mal gucken. Aber hier fehlt ja noch was. Tag 1. Vielleicht muss ich den auch noch fotografieren. Oh, ich muss unbedingt wieder meine Pole... Der Schmetterling ist immer noch da. Okay, cute. Dann chillen wir uns mal hin. Hinsetzen und entspannen. Schön. Aber irgendwie auch gruselig. Und schlafen gehen. No, es ist lieb, das Game. Maisch ist lieb. Nächtliches Protokoll. Der erste Tag wäre geschafft. Obwohl ich so aufgeregt bin, hatte ich heute doch ein wenig Heimweh. Ich habe heute davon geträumt, wie Linda durch die Gegend sausen und versuchen würde, Schmetterlinge zu fangen. Und wie begeistert mein Schatz von Capybara wäre. Aber ich muss meine romantischen Gedanken beiseite schieben und mich daran erinnern, dass ich diese Reise für mich mache. Süß. Mein Lieblingsfoto muss ich jetzt wählen. Der Wasserfall. Wobei der Arsch vom Capybara ist auch schön. Wie ein Wasserfall. Den packen wir rein. Ja. Oh, süß. Mai, ist es lieb. Okay. Zweiter Tag. Wie Dschungelcamp, nur schöner. Heute ist es sonnig und schwül. Dafür, dass das hier ein Regenwald ist, regnet es nicht viel. Ich bin nicht im Schlaf gestorben. Juhu, wer hätte das gedacht, dass die Geräusche des Regenwaldes das perfekte Schlaflied sind? Auf jeden Fall sind sie viel angenehmer als der Städtelärm zu Hause. Egal. Wohin hat sich das Capybara von gestern verzogen? Ich glaube, ganz, ganz weit weg von dir. Oh, ich sehe schon, da vorne ist ein Vögel. Sind das noch die gleichen? Ja. Da ist es. Capybara. Lass mich noch ein Foto machen. Er lässt mich nicht. Nein, du Schwein. Okay. Mann. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ansonsten, oh, da hinten ist es. Ich mache jetzt ein Foto. So. A perfect shot. Oh, süß. Look at this. Wir haben ein Capybara fotografiert. Yay. Und den Vogel da oben möchte ich auch direkt fotografieren. Ist das cool. Ein Tukan. Ein Tufan. Ein Tufan. So. Hier, das haben wir alles. Sehr schön. Ich werde das Capybara auch verscheuchen. Nee. Das ist süß. Hier ist nichts Sonderliches drin. Gucken wir mal, was die Aufgaben jetzt heute sind. Eine Bromelia-Pflanze finden, Pfad freilegen. Okay, die Bromelia war doch die hier, wenn ich mich richtig erinnere. Yes. Wunderschön. No. Ich möchte auch gerne lesen, was dazu steht. So. Tag 2. Tierische Freunde. Verdammt, ständig schreibe ich Barbara anstatt Capybara. Von jetzt an werde ich das Wasserschwein einfach Barbara nennen. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon bei dem Du angekommen sind. Oh, der hat diese sogar den Popo gemacht, so wie ich vorhin. Popo fotografiert. No. Okay, dann müssen wir den Pfad hinten freilegen. Aber ich habe da noch mehr Infos, oder? Das war doch nicht alles. Ah, doch, da. Geheimnisse. Der Tukan. Okay, dann machen wir mal den Weg frei. Yay. Neue Dinge erleben, Leute. Letzte Deal. Ah, da sind wieder neue Schmetterlingis. So, neue Spezies. Mach bitte die Flügel auf. So sieht es sehr unspektakulär aus. Egal, wir haben ja noch unser Stick. War gruselig, dass die augenartigen Muster auf den Flügeln anderen Angst machen sollen. Das Capybara schläft. Oh nein, ich muss noch mal eins machen. Süß. So. Glücklich. Ach,
da muss ich bestimmt noch ein Tier anlocken, oder? Vielleicht ist Capybara. Nee, schade, geht nicht. Zu weit gedacht. So, was haben wir denn hier alles? So, wir haben einmal hier den. Beobachtung. So, wunderschöne Augenflecken. Da braucht man nicht lange zu überlegen, woher der Name stammt. Ein Caligo Brasililinsis. Brasilianischer Eulenfalter. Ah, okay. An diese schlafende Schönheit habe ich mich herangeschlichen. Das sind echte Nachteulen. Süß. Aber es fehlt mir noch einen. Den habe ich noch irgendwo vergessen und nicht... Ah, das sind noch weitere. Hello, my friends. So, Moment, bleib stehen. So. Komm mal her, ich will dich mal anschauen. Was süß, dass man sogar die Möglichkeit hat, die mal anzuschauen. Schön. Der gefällt mir am meisten. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Bam. Ich sehe immer hier unten, hier oben stehen auch die richtigen Namen dran. Safrangelbe Playboy-Motte. Was, eine Playboy-Motte? Wow, was für eine farbenprächtige Spezies. Kaum zu glauben, dass dies eine tagaktive Motte ist. Eine Playboy-Motte? Das Sonnengelb auf den Flügeln ist ein Warnsignal. Ehrlich gesagt glaube ich, die Farbe soll vor der Niedlichkeit dieser Motte warnen. Ja, ich sehe es auch nicht als bedrohlich an. Das macht mich viel zu... Oh nein. Das Capybara post für mich. Look at this girl. Guck mal, voll das Insta-Model. Dreh dich nochmal um. Ja, genau. Jetzt. Perfekt. Der Insta-Shot. Look at the bat. Was sind das immer für Geräusche hier? So, gucken wir mal. Es fehlt noch eine. Bestimmt wieder nachts kommt noch eine. Schauen wir mal. Ich bewege mal alles, was man so bewegen kann, weil da kommen ja öfter auch dann Möttchen raus. Die kennen wir alle schon. Die muss man jetzt suchen. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Playboy-Motte. Mal gucken. Vielleicht ist hier hinten noch was passiert. Ich glaube eher, dass man... Ach stimmt, die Bäume muss man auch immer wackeln. Oder ich muss vielleicht auch erst ein paar Aufgaben erledigen, um wieder das Nachtzelt zu eröffnen. Die hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja. War schön. Echt schön. Da vergisst man einfach manchmal wieder, dass man ein bisschen rausgehen sollte, die Natur genießen sollte. Einfach sich mal alles anschauen. Vielleicht kommen die jetzt ja an, die Motten. Sind denn jetzt die Aufgaben für nachts? Meine Laterne aufhängen. Ah, bestimmt kommen die dann. Hier ist doch meine Laterne, oder? Wo ist meine Laterne? Ah, hier. Da kommt jetzt bestimmt die Nachtmotte. So. So, meine Nachtlaterne aufhängen. Die machen wir an. Da kommt doch jetzt sicherlich eine neue Spezies. Da. Wie süß sieht die denn aus? Oh, ich liebe die Musik. Ja, ich finde es immer faszinierend, wie viele Lebewesen und es eigentlich auf der Welt gibt. Und man hat bis heute noch nicht alle gesehen. Also auch wir. Es gibt ja so viele, auch im Meer alleine. Ich finde das so interessant. Und auch an Schmetterlingen und allem. Wow, der sieht ja toll aus. Wow. Es gibt da so eine ganz plüschige. Die kommt doch aus dem asiatischen Raum. So, da haben wir sie doch. Rosa Ochsenauge. Nachdem ich heute Nacht meine Laterne aufgehängt habe, kam gleich dieser kleine Freund herbeigeflattert. Das Ochsenauge fand ich zuerst wirklich niedlich, aber jetzt kann ich nur noch an diese starren, rosanen Augen denken. Wirklich unheimlich. Ja. Das stimmt. Was haben wir denn noch alles so? Sterne fotografieren, mein Lagerfeuer fotografieren. Geheimnisse. Ach, der hat die Beere fallen lassen, ne? Vielleicht sollten wir die Beere einfach mal fotografieren, die der runtergepackt hat. Wo ist die denn? Die habe ich doch hier irgendwo hingeschmissen. Hier. Sterne. Schön. Großer Baum. Immer noch hier irgendwo eine Orchidee.
Lagerfeuer. Okay. So, dann fotografieren wir noch das Lagerfeuer. Und was ist das hier eigentlich? Ach, die Lilane, die fotografiere ich auch noch. Warum nicht? Schön. Auch die Geräusche, voll cozy. So, Lagerfeuer fotografiert. Somit wären alle To-Dos für heute fertig. Tierische Freunde. Aber bei Geheimnissen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr finden kann. Sleeping! So. Heute bin ich schon viel zuversichtlicher. Ich gewöhne mich wohl so langsam an alles hier. Trotzdem kämpfe ich immer noch ständig gegen den Drang, an meinen Freunden Updates zu senden. Aber es gibt auch Gutes zu berichten. Ich habe heute 3 neue Spezies entdeckt. Ja, genau, 3. Hoffentlich finde ich morgen sogar noch mehr. Mein Lieblingsfoto, auf jeden Fall der Capybara. Let's go. So. Oh, süß. Cute. 3. Tag, Tag 3. Es ist schwül, stickig und viel heißer als gestern, beinahe zu heiß. Ich bin voller Zuversicht aufgewacht. Das Heimweh ist weg und ich freue mich darauf, noch meinen pelzigen und flatterhaften Freunden zu sehen. Ich fühle mich hier jetzt richtig wohl. Beinahe so, als wäre es mein Zuhause. Das ging aber schnell. Okay, was ist das hier? Das ist doch neu, oder? Ah, nee, der ist nicht neu. Den kennen wir schon. Okay, was sind denn heute die Aufgaben? Früchte für Capybara pflücken. Oh, Passionsblume fotografieren. Sich paarende Schmetterlinge suchen. Den Weg zum Hügel freilegen. Okay, okay, okay. Oh, das ist wieder ein Froggy. So. Schrecklicher Pfeilgiftrosch. Der Name ist aber echt nicht so geil. Toxisch. Toxisch. So, dann fotografieren wir die. Die Passionsfrucht, oder? Bestimmt muss ich die pflücken. Ah, ich habe eine gepflückt. Das Capybara. Capybara, Capybara. Oh. Süß, es lacht. Hier, friss. Oh, ach, hier muss ich dran schütteln. Hier hinten ist doch eine. Oh, jetzt ist es glücklich. So viele Fotos in einem, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ups. So, nehmen wir wieder Bilder des. Ja. Süß, sehr voll zutraulich auf einmal. Das ist ein Highlight. So, dann müssen wir mal gucken. Passionsfrüchte oder Passions... Was muss ich abfotografieren? Passionsblume. Passionsblume. Das ist auf jeden Fall schon mal keine. Was ist denn eine Passionsblume? Wo haben wir die? Vielleicht ist sie auch irgendwo anders. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich gleich irgendwas einstürzt. Hoffentlich. Das ist es ja nicht. Das ist ja wieder so eine... Die hatten wir ja schon. Let me looky looky. Umgestürzter Baum. Ah, da war doch gerade was. Hab's doch gerade gesehen. Hier war doch was mit Passion gestanden. Rosa. Lass mich mal lurken. War, glaube ich, auf der Seite, oder? Da. Passionsblume. Aber welche war das jetzt? Die da. Die. Oder die. Die hier. So, jetzt. Okay. Wunderbarst. Jetzt Capybara stürmt einfach mein Lager. Sich paarende Schmetterlinge suchen, um Gottes Willen. Hier, oder? Könnt ihr bitte... Soll ich euch hotte Musik unterlegen? Ne, funktioniert nicht. Sich paarende. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Könnt ihr mal loslegen? Fühlt euch nicht beobachtet. Also woher weiß ich, dass die sich jetzt paaren?
Wahrscheinlich da, wo die Klänge herkommen, oder? Die Geräusche, die man ja so beim Paaren macht. Ich sehe sich hier niemand paaren. Oder die? Paaren die sich? Ist das einer? Ne, das ist nur einer. Den habe ich doch noch nicht. Eine neue Spezies ist hier einfach aufgetaucht. Ich mach nochmal die Flügel auf. Ich will das nicht so. Ah, look at this. Was war das jetzt? Für einer? Das ist ein Kramos 88. Kramos 88. Wow, ein wirklich kreativer Name. Ein Schmetterling mit zwei Achten. Auf seinen Flügeln heißt 88. Ach, witzig. Sehr fantasievoll. Ach, wie cool. Deswegen. Ach, das ist ja cool. Komm mal her, mein Freund. So, schauen wir das uns mal an. Das ist ja cool, dass man sich das auch genau anschauen kann. Hier die Achter. Wie cute ist das denn? Süß. So, wer hat denn jetzt hier Snoo-Snoo? Ich finde es immer echt eine Faszination, dass wir als Menschen immer alles anfassen müssen. Also ein Capybara bei mir, ich würde das sofort touchen und im Spiel toucht man es nicht einmal. Also ich habe keine Ahnung, wo ich paarende Schmetterlinge finden soll. Ich guck nochmal hier unten. Und ich gucke auch nochmal mein Buch. Ich habe hier voll viel Neues. So, da ist er doch. Flirtet dieser Schmetterling etwa mit mir? Mit den roten Stellen auf seinen Flügeln wirft er mir Luftküsse zu. Oh, süßes Bild. Hier Geheimnisse. Der Frosch und der Schmetterling, der an der Passionsfrucht war, der mir nicht mehr aufgefallen ist. Haarende Schmetterlinge. Die vielleicht? Oh, wieder eine neue Spezies. Welcher jetzt? Der drunter doch auch, oder? Oh nein, das hat er gerade die Schmetterling. Ah nee, den hatten wir schon. Und wo ist der jetzt hin? Ich wollte noch anschauen. Komm her. Das war doch der gelbe hier, oder? Komm her. Komm her, Brudi. So. Oh wow, look at this. Voll schön. Schon echt schön. Schmetterlingsflügel sind schon echt richtig schön. Toll. So schön, dass manche sie einfach töten und in ihr Tagebuch klatschen. Hier, königlicher Schwalbenschwanz. Diese beiden habe ich beim Paarungsritual erwischt. Yay. Der heutige Tag scheint sich zu einem verrückten Valentinstag für Schmetterlinge zu entwickeln. Hinreißende Liebende der Lüfte. Ich hatte wirklich Glück, dass ich ein Männchen, ein Weibchen diese Spezies entdeckt habe. Oh, süß. Nice. Dann können wir jetzt weiter. Ey, es macht voll Spaß, das Spiel. Echt cool. Voll cool. So, let's looky looky. Das sind jetzt eigentlich noch die Aufgabe. Ich brauche noch einen nachts wahrscheinlich. Den Hügelpfad hinaufsteigen. Das ist meine Aufgabe. Oh, ist die Musik schön. Fotografieren wir auch. Das wollen wir auch haben. Oh, was ist denn das hier? Den Hügel hinauf. Oh, schön. Die ganzen Schmetterlinge hier. Gut. Oh. Den hatten wir auch schon, ne? Die hatten wir alle schon. Was gibt's noch so als Aufgabe jetzt? Flirtende Motten suchen. Glühenden Pilz fotografieren. Einen glühenden Pilz. Süßes Capybara rennt hier einfach rum. Und da kann ich sogar alle zusammen ein Foto von denen machen. So, einen glühenden Pilz. Den haben wir auch wieder hier. Den Tukan. Und das Capybara. Und dann wäre die nächste Aufgabe flirtende Motten. Wo flirten die denn bitte? Neue Spezies, was? Ach so, das sah aus wie das Ochsen, die Ochsenmotte. Ochsenauge. Guck, ich habe schon was gelernt. Oh, schön. Look at this. Voll schön. So, dann haben wir eine neue Spezies. Let's go. Was gibt's denn hier so?
So, wir haben hier den Bois Duvals, also gehörende Teufelsmotte, und noch eine Spezies, von der ich ein Männchen und ein Weibchen beobachten konnte. Heute liegt Liebe in der Luft. Eine dieser gehörnten Teufelsmotten war während der Balz absolut das fünfte Rad am Wagen. Peinlich. Ja, blöd gelaufen, ne? Was haben wir denn noch? Hinsetzen und entspannen, aber ich möchte noch mehr sehen. Endlich, es wurde auch Zeit, dass sich die kleine Baby, Baby Barbara, sagt sie, von mir füttern lässt. Bestimmt kommt sie morgen wieder. Mittlerweile sind wir ziemlich gute Freunde. Naja, so gut, dass es bei einem Mensch-Nagetier-Beziehungen eben geht. Süß, viel süßer als in echt. Soll es lieber so machen vom Style her. Cute. Okay, schön. Dann gehen wir zurück. Es ist süß. Barbara verfolgt mich. Oh, warte mal. Da sind doch Ara-Federn. Ara-Federn. Das sind, glaube ich, diese Geheimnisse. Das sind dann Dinge oder Spezien, die sich dann andeuten so ein bisschen, wo man weiß, da könnte doch was kommen. Muss echt nochmal ab und zu öfter die Kamera rauszücken, weil ich gar nicht erkennen kann von Weitem, ja, das ist Ochsenauge, ob wir den schon hatten oder nicht. Mal wieder alles an. Hinsetzen und entspannen. Schön. Oh, ist das ein cozy Game, mit dem man sogar noch lernt. Heute war wirklich ein toller Tag. Es war faszinierend, so viele Verhaltensweisen an einem Tag zu sehen. All das romantische Gebalze und Geflirte war fast ein wenig klischeehaft. Jedenfalls muss ich meinen Schatz davon erzählen. Sie ist schließlich die mit der romantischen Ader. Heute Abend ist es bewölkt, vielleicht regnet es morgen endlich. Ah, dann kriege ich nochmal andere Tierchen. Mein Lieblingsfoto. Machen wir das Pack. Das ist ja schon wieder das Kapibara geschafft, egal. Oh, süß. Das ist süß. Mai ist das süß. Ja, super. Gut, gib mir the next day. Wir haben schon so viele Tage hinter uns. Hier haben wir noch was. Ah, ein Papagei. Oh. Tag 4 schon. Nein, warum geht es so schnell? Ja, es regnet. Regen, ich bin also doch in einem Regenwald. Meine Stiefel sind völlig durchnässt. Ich werde mich trotzdem auf den Weg machen. Es warten noch einige Spezies darauf, um entdeckt zu werden. Außerdem ist alles gut, solange ich einen trockenen Schlafplatz habe. Die Musik ist so cute. Und es schüttelt sich, weil es friert. Oh, was ist heute die Aufgabe? Heute ist die Aufgabe, Capybara folgen. Let's go. Und? Lila... Bromelia fotografieren, nasse Kleidung fotografieren. Okay, da haben wir doch hier die lilane. Rosane. Bromelia, rosane, gelbe, rosane. Haben wir denn eine lilane? Höhle? Was war das gerade mit Höhle? Höhle? Wo ist eine Höhle? Hä? Hier, die lilane. So. Und den Capybara folgen. Ah, Fußspuren. Gucken wir, was das Capybara will. Suche nach tierischen Freunden, um diese Seite zu füllen. Süß, jetzt schläft's. Oh, ich glaube, ich weiß, was es will. Es wird uns jetzt hier oben, glaube ich, Pukanfedern zeigen. Aber das habe ich ja schon. Auf jeden Fall musste das einen Sinn ergeben, dass ich dem hier gefolgt bin. Nasse Kleider fotografieren, jeden Weg entlang gehen. Okay. Das heißt, ach, warte mal, das ist nicht eine neue Spezies? Ja, na klar. Schön. Wie so ein Sonnenstrahl drauf ging, so. Oh. Yay, we got him. Ein prächtiger Blattfalter. Ein wunderschöner brauner Schmetterling an einem verregneten Tag. So, dann lass uns den mal anschauen. Komm her. Schön. Wow. Wow, sieht echt aus wie ein Blatt. Ich brauchte heute etwas Sonnenschein. Ich wusste gar nicht, dass Blattfalter welchen in ihren Flügeln verstecken. Ja, es kommt eigentlich mal... Oh mein Gott. Ach, der hat Angst vor dem Gewitter, ne? Es kommt eigentlich echt meistens immer den Namen, den die Falter haben, das ist auch auf ihren Flügeln zu sehen. Okay. Was ist jetzt los? Warum ist die Musik auf einmal so ernst geworden? Warum laufe ich so schräg? Ich laufe jetzt nochmal alle Wege entlang. Kennen wir doch auch schon, ja.
Irgendwas Mysteriöses passiert doch jetzt gleich. Den kennen wir auch schon. Okay. Gehen wir nochmal nach hinten, weil ich habe doch irgendwas von der Höhle vorhin gelesen. In der Ferne. Irgendwo? Sind die neu? Ja. Nee, doch nicht. Schön, ist der brasilianische Eulenfalter. Nasse Kleidung fotografieren. Den hatten wir auch schon. Jeden Weg entlang gegangen. Passiert doch noch bestimmt. Ach, hier ist wieder ein Froschi. So. Ein Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. Das ist so ein deutsches Wort. Okay. Das haben wir. Und jetzt muss noch die nasse... mir fehlen noch voll viel Falter. Einer fehlt mir noch. Vielleicht muss ich wieder ein bisschen Sachen durchsuchen. Irgendwo müsste doch noch etwas sein. Den hatte ich schon. Tiere haben auch gar keine Angst. Die sind voll tiefenentspannt hier. Oh, die? Hätten wir aber auch schon. Teufelsmotte. Ich glaube, man muss die Sachen hier noch ein bisschen durchforsten, dass dann ein paar Falter rauskommen. Oder ist das Quietschen immer ein Hinweis? Vielleicht. Die haben wir auch schon alle. Boah, jetzt sind es langsam so viele. Die hatte ich alle schon. Die auch. Ja, es ist schön. Das gefällt mir voll. Ach, das ist die nasse Kleidung. Genau, es fehlt mir aber noch ein Falter, den ich am Tag brauche. Glück gehabt. Ah, da oben, oder? Den hatte ich noch nicht. Doch, den hatte ich schon. Lass mal hier alles durchforsten. Hatte ich den schon? Bin zu weit weg. Ups, drücke immer die falsche Taste auszusehen. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen suchen. Oh, die hatte ich aber schon. Ja. Hatte ich schon. Die hatte ich auch schon. Voll süß, wie die sich da... Oh, den. Den hatte ich auch schon. Oh, den. Oh nein, der. Oh, der doch, der. Einfach nur ein bisschen wiggeln hier. Dann kommen die schon raus. Hier ist nix. Hatte ich den schon? Ja. Boah, ist jetzt voll geblitzt gerade. Die sind immer noch am Chillen. Wo ist der? Hier ist doch... Ach, hier, die Sonnenstrahlen sagen mir es immer. Ah, die Sonnenstrahlen sagen mir es am Ende immer. Okay. Nett. Dass die Sonnenstrahlen mir es sagen. Der sieht ja schön aus. Wow. So, wie heißt der? Jetzt bin ich gespannt. Das ist wolkenloser Schwefelfalter. Schwefelfalter flattern schnell davon, wenn sie sich erschrecken. Besonders, wenn ein Mensch vorbeikommt und ihren Baum schüttelt. Ups. Diese Falter gehören zu einer der verbreitetsten Spezies. Ich bin überrascht, dass ich erst heute welche sehe. Schön. Es ist dunkel. Oh, das Spiel ist so toll. Ich hab mich verliebt. Was für ein schönes Game. So, was sind denn jetzt die alltäglichen Aufgaben hier? Eine Orchidee fotografieren, mein Zelt fotografieren, nach Nachlassen des Regens hinsetzen, Kapibara fotografieren. Okay, eine Orchidee. Das nächste war mein Zelt fotografieren. Schön mit dem Regen. Hat richtig das Feeling. Auch durch die Geräusche und die Kopfhörer hört sich an. Es wird gerade wirklich bei mir regnen. Nach Nachlassen des Regens hinsetzen und das Kapibara fotografieren. Die Frage ist, wo ist es? Ist ja vorhin abgehauen. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Boah, da könnte man so ein riesen tolles Game draus machen. So ein schönes, großes Spiel, wo du ganz tolle Sachen entdeckst. Also wirklich so richtig riesig. Das wäre cool.
wo du wirklich viel lernst, von Schmetterlingen, Insekten bis Tiere und immer so voll die interessanten Facts dazustehen. Das wäre doch cool. Und dann macht man alles so schön in sein Tagebuch rein, wo es so verschiedene Kapitel gibt. Einmal so Insekten, dann einmal Säugetiere. Das wäre richtig cool. Wo ist das Capybara? Capybara. Capybara ist gone. Wahrscheinlich, oh mein Gott, das ist schon in meinem Zelt, oder? Könnte es sein? Was ist hier in meinem Zelt drin ist? Ist es nicht vorhin hier irgendwo hingegangen? Es ist bestimmt hier irgendwo versteckt. So einfach ist es nämlich, glaube ich, nicht zu finden. Capybaras sind jetzt aber eigentlich keine Tiere, die... Ich folge jetzt einfach den Spuren. Die jetzt wahrscheinlich irgendwo hochklettern. Hat sie noch irgendwo Capybara-Spuren? Oder war es da hinten? War nicht hier irgendwo eine Höhle vorhin? Da wurde doch irgendwas vorhin von einer Höhle erzählt. Die Spuren führen dahin. Was sind das für Federn? Ah. Aber sind die dann auch da oben? Nee, ne? Die findet man da wahrscheinlich zufällig. Capybara ist nicht hier. Ich glaube, das ist drüben. Die Spuren führen dahin. Irgendwie unter einem Blatt, unter einem großen bestimmt. Wo es sich versteckt. Irgendwo in der Ferne. Ah, hier. Oh, wieder ein neuer Falter. Schön. Ah. Und zwar Ochsenauge. Aber hat mir nicht Ochsenauge schon? Ein Ochsenauge hat mir seine Augen gezeigt. Ein Glück. Sonst hätte ich ihn vielleicht für ein totes Blatt gehalten. Oder was war das andere? Das war ein Stierauge. Oder hier? Das war rosa Ochsenauge. Ah, okay. Das ist einfach nur ein Ochsenauge. Ah, okay. Ah, ja, die kenne ich sogar. Witzig. Jetzt fehlt nur noch das Capybara. Ich glaube, dass die immer alle so nach der Reihenfolge kommen. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendwo in meinem Dorf. Oder auch nicht. So. Beobachtung. Heute wäre ein Regenschirm nicht schlecht. Wenigstens können Motten sich mit ihren Flügeln schützen. Oh. Da ist doch 100 Pro was in meinem Zelt, oder? Das ist 100 Pro das Capybara. Was zur Hölle war das? Capybara fotografieren. Hä, was? Mein... Was war denn das? Warum ist das alles kaputt gegangen? Nachlassen des Regens. Wetten, jetzt kommt das Capybara. Oh mein Gott, jetzt kommt das Capybara. Ich hasse dich. Verdammtes Ding. Ich hätte mich einfach nur hinsetzen müssen. So. Dammit! Verflucht seist du! Oh, okay, ist schon richtig cute. Dafür hat es sich gelohnt, Leute. Oh, ich kann es streicheln. Oh, es macht gruselige Geräusche. Es hört sich an wie ein Schweinchen. Oh Gott, es geht ja richtig steil. Ja, ich habe ein Capybara glücklich gemacht. Das ist wirklich cute. Tierische Freunde. Heute hätte ich fast Baby Barbara verloren. Sie ist in den Sturm gelaufen, bevor ich ihr plötzlich das Chaos ausbrach. Aber als ich sie gebraucht habe, ist sie sofort zurückgekommen. Ich durfte sogar mit ihr knuddeln. Das perfekte Ende für einen schwierigen Tag. Oh, es ist... Das ist lieb. Oh. Meisch, das ist lieb. Nächtliches Protokoll. Das Wetter hat meiner Freundin Baby Barbara Angst eingejagt. Die Schmetterlinge haben sich in ihre Verstecke geflüchtet und mein Zeltplatz ist überflutet.
Ja, es war alles ein wenig viel für mich, aber ich bin damit klargekommen. Ich habe einfach immer eins nach dem anderen gemacht. Positives Denken ist so wichtig. Wenn ich nach Hause komme, habe ich wirklich viel zu erzählen. Außerdem wird mein letzter Tag hier dank des Regens perfekt sein. Ja, das Capybara schafft es halt einfach immer ins Buch, ne? Das ist einfach das Cuteste hier. Judy, ich habe immer noch keinen Papagei gefunden. Heißt es, ich habe den jetzt übersehen oder kommt er noch? Es ist mein letzter Tag hier. Total sad. Sonne und ein herrlicher Regenbogen, der über den Sprühnebel des Wasserfalls tanzt. Heute ist mein letzter Tag. Das erkennt man auch an meinem Tagebuch. Ich habe kaum noch Platz. Trotzdem hoffe ich, noch möglichst viel dokumentieren zu können. Ja. Erstmal direkt den Regenbogen abchecken. Wow, oh mein Gott, das ist ja szenerisch. Von der Szenerie ist das ja szenisch eine absolut wunderschöne Entdeckung hier. Wow. Wow, my friend. Ja, tu mal nicht so. Das Fremde bloß nicht. Oh nein, es hat Babys. Baby Barbaras. Oh, das heißt, es gibt mehr von dir hier. Das ist ja furchtbar, nein, Spaß. Süß. Barbara ist eine Mama. Echte Baby-Barbara-Babys. Sie sind sowas von niedlich. Ich bin hin und weg. Barb nenne ich die. Barb hat sich trotz ihres Nachwuchses auch Zeit für mich genommen. Ich glaube, letzten Endes war ich das größte ihrer Babys. Oh, süß. Okay, wir haben heute wieder Aufgaben, Leute. Ist das da neu? Was macht ihr denn da? Hört auf, euch zu paaren. So, Aufgabe. Mit Liane spielen. Gelbe Promelia fotografieren. Okay, eine Liane muss hier irgendwo runterhängen. Wow, ey, das ist ja schon echt. Hier sind doch die Lianen. Komme ich da ran? Sicherlich nicht. Hinten fliegt ja auch einer. Okay, sind das hier neue? Nee. Ihr habt keinen Gottessegen, deswegen seid ihr nicht neu. So, wir brauchen eine gelbe. Ich habe immer noch keinen Papagei gesehen und so. Und die anderen Vögel auch nicht. Ich muss viel mehr nach oben glotzen. Ich habe, glaube ich, ganz schön viele Vögel nicht. Ja, jetzt chill ab. Ganz schön viel Vögel und so nicht. Ach, kann ich die streicheln? Oh ja, ich kann die Babes streicheln. Süß, ja, streicheln. Babys berühren, damit Mutter nie wieder akzeptiert. Ja, ja. So, genau, hier hat es noch die gelbe, glaube ich. Oder? Ja, gelbe. Yes. Und mit einer Liane. Hier. So was. Oh, da kommen dann bestimmt Papageien raus oder so. Ah, hier. Oh, look at these. Bam. Boah. Das ist ein gutes Foto. So, komm auf meinen Stick. Schön. Ist cool, dass man die anschauen kann, wirklich. Öffne deine Flügel, Mann. So, wir haben einmal, wenn blaue Morphofalter Waldgeister sind, müssen abendrote Morphofalter Götter sein. Sie sind riesig. Abendroter Morphofalter. Solch eine sanfte, ruhige Spezies. Die perfekte Metapher für einen Sonnenuntergang. Aber warum habe ich kein Foto gemacht? So. Ja, wohl das letzte hier. So, jetzt haben wir auch ein Foto. Oh, schön, das Bild ist ja toll. Toll. So, ich muss jetzt immer noch mit einer Liane spielen. Ich werde jetzt aber erstmal gucken, wo es noch weitere schöne Falter gibt. Ich glaube, die Sonnenstrahlen leiten mich zu meinem Weg. Einfach so ein bisschen drauf achten. Ups. Ist hier noch irgendwo eine Erleuchtung? Da ist wieder eine Erleuchtung. Da hinten. Was ist denn da? Ah, hier die Liane. Ah. Ah. Oh, süß. Look at this. Ja.
Süß. Wo ist jetzt der neue Schmetterling? Hier, neue Spezies. Bah. Bam. Komm auf den Stick. Wow, der ist ja voll schön. Look at this. Ich entdecke hier voll und leer die ganze Zeit. Grün gestreifte Urania-Falter. Die Raupen dieser Motten fressen giftige Omphalea-Blätter. Das ist echt cool. Einige Schmetterlinge ahmen diese Motte nach. Die sind echt Trendsetter. Süß, die sah aus wie ich, die Motte. Oh nein, wird es dunkel. Ich will aber noch nicht, dass es aufhört. Bitte nicht. Ich habe auch noch keinen Papagei gefunden. Geheimnisse. Oh, ist das süß, Mann. Ich sterbe. Der Papageien, verdammt, Leute. Mensch. Mensch. Das ist meine abendliche Aufgabe. Lagerfeuer anzünden, die Sterne fotografieren, schlafendes Kapibara fotografieren, ein letztes Mal hinsetzen. Nein, bitte nicht. Ich will noch weiterspielen. Gib mir noch mehr Aufgaben, Mann. Entwickelt das Spiel weiter. Aber wo ist denn der Sternenhimmel? Lagerfeuer anzünden. Ach, erst dann wird es wahrscheinlich... Lagerfeuer anzünden. Ah, jetzt kommt... Oh, ist das schön. Jetzt geht die Sonne unter. Sterne fotografieren. Kapibara-Babys. Was war noch die Aufgabe? Schlafendes Kapibara. Ach so, das schläft. Oh. Ein letztes Mal hinsetzen. Halt, ich habe den Mondfalter noch nicht. Nix da. Den letzten Falter hole ich mir jetzt noch. So, wo ist der? Gibt es da auch irgendwie noch einen Lichtschalter, den ich irgendwie betätigen kann? So, wo ist der letzte? Der muss ja krass aussehen. Das erwarte ich. So, nochmal schön die Nachtruhe der ganzen Tiere hier stressen. So, immer schön die Tiere stressen. Da vorne musste ich auch an so eine Liane ziehen, ne? Das wird jetzt irgendwo schwieriger sein zu finden, nehme ich mal an. Nicht so einfach. Vielleicht nochmal hier oben irgendwo so im Finale am Berg. Ich weiß nicht, ob die Klänge mir irgendwas sagen. Aber mal mit Kamera rum, dann entdecke ich ja auch was Neues. Aber Vögel war halt echt nie da. Vögelis. Irgendwann wird es sein, dass die Kamera im echten Leben auch alles erkennt, was wir uns so anschauen wie hier. So weit wird die AI kommen, Leute, ich sag's euch. Hey, du bist ja auch da. Und seid ihr auf einmal alle so friendly? Die verabschieden mich ja alle voll. Nein, das Spiel... Oh, da ist er ja. Schön. Da ist er ja. Wehe, du bist nicht schön. Doch, ist schon sehr schön. Wow, it looks like an angel in the sky. Wow, ist voll aus wie Genshin Impact. Wow, look at this amazing. Weiße Hexe. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass niemand weiß, wie die Raupe oder der Kokon dieser Spezies aussieht. Frühe Naturforscher hielten sie für Vögel und versuchten sie abzuschießen, damit sie aus der Nähe betrachten konnten. Boah, ist aber brutal. So, wo ist sie denn jetzt? Da. Nein, wo ist sie denn verdammt? Ah, hier. Yes. Dokumentation abgeschlossen. Look at this beauty. Dann können wir uns jetzt hinsetzen. Ein letztes Mal hinsetzen. Oh, sad. Die Sonne ist untergegangen, die Glühwürmchen leuchten und die Schmetterlinge sind die ganze Zeit um mich herum getanzt, während ich an meinem letzten Abend zurück zu meinem Zelt gegangen bin. Dieses bittersüße Gefühl ist merkwürdig. Ich bin so traurig, dass ich diesen Ort verlassen muss. Und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und meinen Schatz alles über mein Abenteuer zu erzählen. Ich habe so viele tolle Fotos gemacht. Ja. Oh, das ist so schön gewesen. Das nehme ich jetzt. Beautiful.
Oh, schön. Ich glaube, man kann auch viel mehr entdecken als ich jetzt, ne? Ja, du hast 83 Spiels abgeschlossen. Ein Spiel von Runaway Play. Oh, war das süß. Und ich glaube, ich habe Papageien und Vögel alle nicht gefunden. Aber was ein cutes, süßes Game. Oh, ich lieb's. Danke für den Code. Ja, ich möchte mehr. Ich möchte, dass sie das updaten, dass da noch mehr kommt, dass man noch mehr... Es hat voll Spaß gemacht, einfach weil es... Ich liebe flüssiges Gameplay. So ein bisschen, wo man suchen muss, aber nicht zu extrem hart, dass dann auch das Spiel irgendwann weiterhilft. Vielleicht für alle, die gerne lang suchen, kann man das ein- und ausstellen, die Option. Aber auch, dass man da was lernt, dass es auch nicht zu viel Info ist, aber interessante Infos. Hat mir sehr gut gefallen. Eine sehr, sehr schöne Art, ein cozy Game zu gestalten. Auch die Geräusche waren mega angenehm. Ich habe viel zu wenig Erfolge bekommen, sehe ich gerade. Ich glaube, man hätte noch viel mehr fotografieren können. Aber ich bin gespannt über eure Meinung. Wie hat es euch gefallen? Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und ich fand es ultra cute. Und ja, I love it. Ich hoffe, ihr fühlt euch gecozied.